Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück beim nächsten Part. Ja. Das war echt eine verstörende Sequenz. Und ich bin fast tot. Es wäre cool, wenn wir uns irgendwie regenerieren könnten, aber ich habe absolut nichts. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf Nummer sicher. Den Pistolenberg. Verdammt. Was heißt hier auf Nummer sicher gehen? Nee. Der Affe hat mich direkt erwischt. Na, dann auflassen. Affe, komm her. Wo bist du, Affe? Es kommt da nicht. Doch, da kommt er. Affe tot. Sehr gut. Die machen es uns nicht leicht, was? Ich vermisse dich. Ich weiß, es ist albern, aber so ist es nun mal. Ich werde mich eine Stunde lang in Selbstmitleid wälzen und dir dann wieder schreiben. Typisch, ich muss 67 Billionen Meilen weit reisen, um einen Mann zu treffen. Sobald du auf die von Braun versetzt wirst, wird alles besser werden. Mir wird es besser gehen, das verspreche ich. Verdammt, da kommt jemand. Ich zähle die Sekunden. Ach, die arme Frau. Da konnte sie lange die Sekunden zählen. Schade, schade, schade. So, da können wir uns ein bisschen auffrischen. Zigaretten können wir aus mir nicht erfindlichen Gründen nicht benutzen. Da haben wir wieder eine Spielkassette. Überwelt 0. Oh Gott, was sind das? Du betrittst die Überwelt. Schleim hat dich getötet, Erfahrungspunkte bekommen. Aha. Shit. Wie du fließt. Fließt. Wie du fließt. Fließt. Wow. Alter, das war. Wake up. Scheiße. Scheiße. Wo kam die Mistkerle jetzt her? Verdammt. Das ist eine Kamera. Durchatmen. In Cargo Bay 2 sollte irgendeine Truller sein. Das hat sie erzählt gehabt. Da haben wir Explosionsfass. Warum? Keine Ahnung. Aber hier sollte man nicht schießen. Oh. Nice. Okay, das kann er vergessen. Okay, das hat nichts gebracht. Ich dachte, da lösen wir Kettereaktion aus. Kann man da irgendwas machen? Nein! Verdammt. Okay. Die wirken hier definitiv als Blockeinheit. Scheiße. Kommandozentrale kommen wir nicht rein. Dann gehen wir in Cargo Bay. 1. Wo wir eh nicht lang können. Der Arme hat es leider nicht geschafft. Oh, man kommt trotzdem rein. Scheiße. Roboter. Fuck. Alter, wo kommen die ganze Zeit her? Scheißdreck. Des Fleisches fühlen? Sehnt ihr euch nicht danach, der Tyrannei der Individualität zu entkommen?
Es ist halt immer noch etwas, der meint mit Individualität. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Getränk. Alter! Hallo. Diese Stimme in meinem Bitte Kopf. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Shit. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Ein bisschen uns auffüllen, aber es kostet dann 10 Punkte alleine 60 Naniten. So viel habe ich. Wow, nicht. Panzer brechen, Munition rein. Shit. Oh, da können wir Schrot reinmachen oder Patronen. Okay. Merke, das bringt nicht so viel wie wahrscheinlich dann das hier. Ah, verdammt. Warum kann ich nämlich schießen? Ich glaube, das Gewehr hat Ladehemmung. Ah. Ist auf die Waffe was? Hängt sie die Reparaturfähigkeit erst auf die Waffe an? Was? Nein! Pistole ist futsch. Scheiße. Meine Pistole ist futsch. Fuck. Ich kann sie nicht reparieren. Aber, sorry Leute, ich musste hier kurz laden. Wenn meine Pistole kaputt ist, kann ich sie nicht mehr so reparieren. So geht's noch wenigstens. Wow, rette dich. Ich brauch die Waffe. Shit. Hab ich was versehen? Das Speed-Elixier genommen. Ah, ist schon wieder vorbei. 20 Naniken. Da kam doch eben irgend so ein komisches Vieh. Da. Scheiße! Oh, das gibt's doch nicht. Scheiße, Dreck. Ich habe hier momentan totale Panik, Leute. Das glaubt ihr mir nicht? Scheiße. 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 Fuck. Hab gewusst, das sind voll die Explosion. Viecher, schlechthin. Oh, nee. Mir gerade nicht weiter. Scheiße. Komm zurück. Oh. Scheiße. Scheiße. Gut, dass ich weiß, wie das Spiel funktioniert und wo ich hin muss. Sowas von not. Ja. So. Zack, zack. Stirb, Roboter. Der ist tot. Uns die Naniten und safen. Dann holen wir uns da diese Zugangskarte und verschwinden ganz schnell, indem wir da mal hochfahren. Ich komme schon, Sir.
will dich nicht. Scheißen Dreck. Fuck. Sind die doch nicht böse? Doch. Okay. Explodieren. Ah. Warum lasse ich mich auf sowas ein? Verdammt, repariere ich dann die Pistole oder das Gewehr? Ja, die Pistole noch eine Runde. Schauen wir uns doch erstmal hier kurz um. Hier, das sind nur die Durchgehwege. So, dann auf nach oben. Ich rette mich mal nach oben. Heiliger Mist, panzerbrechende Munition raus. Das geht ja so. Sogar ganz gut mit der Pistole. Aber was haben wir von dem hier? Nichts außer Gegner. Einzelteile. Kann ich Ihnen helfen, etwas zu finden? Das hat jetzt gar nichts gebracht. Mist, schade. Das sind nur ein paar Naniten. Zwar 10 Stück für rausgesprungen. Hier noch Standardmunition. Ja, das hätte man sich sparen können. Mist. So könnte man. Oh, oh! Es geht noch eine Runde hoher. Hoch. Jetzt geht's ganz nach unten. Geht's eins höher. Geht's dann noch eins höher. Aye. Aye. Oh. Noch viel schlimmer. Die Pistole. Ja, genau. Schießt mal den Roboter kaputt. Ach, scheiße. Alles verschossen. Sorry, Leute. Ich hab einfach die Munition dazu nicht in dem Spiel. Ach, so schlecht, so schlecht. Ich muss mich echt an dieses Setting gewöhnen. A, man hat nichts. B, man muss auf alles aufpassen. Das ist hart. Kaum gewöhnt. Einem Schlag tot, ne? Das heißt nicht umsonst unmöglich. Aber anders wäre es ja auch wieder zu easy. So. Was haben wir da? Cybermodule. Zack. Und das war's auch dafür. Na, jetzt haben wir keine mehr. Zugang hacken. Einwandfrei, hat direkt geklappt. So. Da ist sonst nur alles kaputt machen. Yep. Schnell eins tiefer. Xerxes wird das gar nicht gefallen. Na, dann lass es dir nicht gefallen, mein Gott. Ist mir doch egal. So, der ist auch weg. Alter, die Digga geht mir voll auf den Sack. Das ist creepy. Oh. So geht's natürlich auch. Das ist furchtbar. Einfach unmöglich. Das ist richtig.
der dritte. Tut mir leid. Ich kann nicht sehen, wo sie sind. Kann man den Schraubenschlüssel nicht eins überziehen? Okay. Kann man, aber es bringt nichts, oder? Nee. Sobald der meint, er muss hier einen auf Explosion machen, die Dinger muss ich auf Abstand halten. So. Das wäre der Raum gewesen. Mit einer Zugangskarte sind wir da raus. Dann hätten wir noch den anderen Raum. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Da könnten wir uns voll machen. Und ich könnte den Automaten hacken, wenn ich noch einen Ticken mehr von den anderen Fähigkeiten hätte. Oh, da geht's noch in einen Special-Raum. Ich schaue mich erstmal in dem hier um. Man eigentlich gut als Falle benutzen. Ich glaube, die Dinger sind ein bisschen zu schnell dafür. Heißen dich nicht willkommen. Ich hasse euch. Hasse euch. Ganz genau. What the fuck war das? Wo kam das jetzt her? Ah, das habe ich weggeschmissen. Das Modul ist alle. Was willst du? Ein Fleisch wird uns willkommen heißen. Ah. Die sind so creepy, die Viecher. Naniten, Schrotflinten. Ich glaube, wenn man hier gescheit überleben will, muss man das Ganze ein bisschen anders aufziehen. Ich weiß nicht wie. So, einmal ganz nach oben bitte. Schnell safen. Kennt's ja, ich sterbe hier auf dem Schwierigkeitsgrad unmöglich öfters mal. Blindflug ist nicht immer optional, das Geilste. So, Naniten, Tüte Chips. Die futtern wir mal schnell. Oh, ich hätte jetzt Bock auf Chips, verdammt. Ach ja. So, und ganz nach unten. Wo ist dieses scheiß Vieh? Mit dem Fleisch. Appetit. Ich weiß, dass du da warst. Komm her. Wo bist du? Kommt gleich. Verpasst mir eins, während ich wieder nicht hingucke. Da geht's noch eins weiter. Ach du heilige Scheiße. Affen! Ich hasse Affen. Habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Mittlerweile zumindest. Vorher mochte ich Affen. Jetzt mag ich sie nicht mehr. So Psycho-Dinger, die mich platt machen wollen. Abgelehnt. Aber echt. Oh Gott, da sind viele. Und die sind nicht sehr erfreut darüber, dass ich gerade ihren Kollegen glatt gemacht habe. Nope. So, gucken wir mal, ob wir das Ding freikriegen. Schade, schade. Das war's schon. Ah, Mist. Mist. Ach, ja. Wie schön wär's. Gewesen. Kostet mich Punkte, Punkte, Punkte. Ich krieg's nicht auf. Hab ich da eigentlich irgendwo mal gespeichert? Ach, laden wir mal schnell. Ah, da haben wir gespeichert. Da weiß ich das jetzt nämlich auch mal wieder. Alter. Der hat mich erschreckt. So.
müssen leider hier mit ein bisschen Safe Games rummachen. So würde ich es euch auch empfehlen. Wenn ihr das Spiel selbst mal zockt. Sonst könnt ihr das mit den Naniten vergessen. Shit. Ah, schon wieder viel zu viele. Ja, hör auf zu Affen. Ey, du Affe. Ich glaube, 75 ist einfach viel zu hoch. Dass er das einfach so freikriegt. Ja. Kann man vergessen. Da sind fast alle immer voll. Ja, okay. Vergessen wir das. 75 kriegen wir nicht auf. Gerade auf diese Affen. Die gehen mir auf den Sack. Naniten bekommen, okay. Da ist aber keiner mehr. Die sind dann wahrscheinlich hier irgendwo. Monsters Cargo Bay auch noch. Auf der Suche nach Affen. Alter, treff doch. So, der Affe wäre auch weg. Munition. Ja, ja, mach nur dein Uga Uga. Ist da oben was? Wollen wir da extra Trank haben? Nein. Okay. Dann noch eins hoch. Okay, jetzt wird's interessant. Affe! Komm her, Affe. Ja, ja. Geh weg. Tod Büssel. Da haben wir wieder Module. Gott, wenigstens finden wir von den Dingern endlich mal ein paar. Wenn ich mir überlege, Speedrun, kriegst du das Game in 33 Minuten durch. Dann, hallo. Brauche ich alleine schon 5 Stunden für das hier. Ich glaube, bin jetzt falsch. Genau, da wollte ich weiter. Oder? Chicago Bay. Wow, fuck. Verdammt! Er hat's mich ja noch erwischt. Ah, böse Affe. Hat da mich erschreckt. So, Totbische. Ein Swift Booster haben wir bekommen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Egal. Auf jeden Fall aktivieren. Ja, ja, Affe, komm. Gott, der Affenplage muss man echt mal Herr werden. Gestern rief mich ein Labortechniker aus der Medizinabteilung in den Vivisektionsraum. Er meinte, dass die Laboraffen Anzeichen ungewöhnlicher Intelligenz zeigen. Ich saß 4 Stunden lang neben einem und versuchte, ihn mit einem PSI-Amp im Beta-4-Zyklus zu kontaktieren. Er reagierte nicht darauf. Natürlich nahm ich an, dass er nicht in der Lage war, auf den komplexen Beta-4-Zyklus zu reagieren. Aber dann wurde mir klar, dass der Affe meinen Kontaktversuch bewusst blockierte. Sobald ich den PSI-Amp hob, um ihn anzugreifen, krallte das Tier nach mir und projizierte ein kryokinetisches Feld, das meinen Arm lähmte. Ich setzte sofort die PSI-Dämpfung ein und betäubte ihn dann mit einem Schockstab. Krass. Krasser Affe. Hören wir uns das andere noch an, dann gehen wir in den nächsten Part. Ich traf die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und führte weitere Experimente durch. Seit unserer Ankunft auf Tau Ceti sind diese Wesen intelligenter geworden und haben irgendwie begrenzte PSI-Fähigkeiten erworben. Ich untersuchte ein Subjekt mit einem Beta-5-Zyklus und spürte manches, vor allem aber eine unglaubliche Empathie. Die Affen sind sich jetzt ihrer eigenen Geschichte bewusst, der Vivisektionen und Experimente, die an ihnen auf der von Braun durchgeführt wurden. Sie sind zornig und sie sind bereit, ihrem Zorn Luft zu machen. Offensichtlich stellen sie sowohl eine faszinierende wissenschaftliche Ressource als auch ein unglaubliches Sicherheitsrisiko dar. Meine Empfehlung, sie entweder in den Kryotank stecken oder sie sofort liquidieren. Wer weiß, welche Fähigkeiten sie noch erwerben können. Das wäre sogar ein guter Rat gewesen. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.